Und wird es irgendwann einmal eine klarere Regel geben müssen, Goran Djuricin, in Sachen Handspiel im Strafraum? Oder das überhaupt Handspiel? Man hat ja schon alles Mögliche versucht im Fußball. Ich glaube, gerade das macht es interessant im Fußball. Ja, Schiedsrichterentscheidungen sind halt Tatsachenentscheidungen. Ich glaube, mit denen muss man leben im Fußball. Man ärgert sich im Nachhinein natürlich. Aber ich sage, normalerweise kommt es zurück. Man hat Glück, man hat manchmal Pech. Und auf ein, zwei Jahre gleicht sich das normalerweise aus. Und deswegen werden wir da, glaube ich, nicht allzu viel ändern können, glaube ich. Alfred Dattner hat schon mehrmals betont, dass er eigentlich dafür ist, dass jedes Handspiel im Strafraum bestraft werden soll. Können Sie, Oliver Lederer, das nachvollziehen, das bestätigen aus Ihrer persönlichen Sicht? Es wäre die einzige Möglichkeit, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, sonst die Diskussionen, die für mich genauso wie der Gogo richtig sagt, einfach zum Fußball dazugehören, die wirst du nicht verhindern können, solange das Regelwerk so ist, wie es ist. Es gibt einfach diese Bewegungen, die du als Mensch machst, die sind aber auch von Spieler zu Spieler verschieden. Und dann einzuordnen, ist das jetzt natürlich oder nicht, das ist einfach schwierig und in der Spielgeschwindigkeit total schwer zu entscheiden. Deswegen gäbe es eine Möglichkeit und es ist, wenn er die Hand berührt, ist er Elfmeter und fertig. Aber Alfred, ein Elfmeter, wenn der Spieler ganz woanders hinschaut zum Beispiel und den Ball an den Arm bekommt, auch dann? Das ist meistens eine Blickfinte. Aber was ich mokieren möchte natürlich in dem Zusammenhang, ist was Absurdes. Wir haben es selber erlebt bei Rapid zum Beispiel. Es können Tore mit der Hand erzielt werden, was noch absurder ist also aus meiner Sicht, weil es heißt ja Fußball. Also da muss man wirklich ganz genau überlegen, ob man wirklich eine Regeländerung andenkt, dass eben ein Handspiel, egal bis zum Oberarm eben, wie sie zustande kommt, zum Strafstoß führt. Und dann werden natürlich solche taktischen Versuche geschehen von Spielern, dass sie eben versuchen, wenn sie in den Strafraum Nähe kommen, bei Flanken und so weiter, den Spieler an den Arm zu schießen, klarerweise. Aber das ist auch eine Kunst, ja, manchmal eine größere als ein Tor zu machen. Daher glaube ich, irgendwann muss der FIFA-Board darüber nachdenken, diesen Gummiparagraphen, sage ich jetzt fast, der mit einschließt, dass es dem Schiedsrichter obliegt, ob etwas mit Absicht geschehen ist, weil ich meine, niemand kann ins Hirnkastel schauen von einem Spieler, ob das jetzt absichtlich war. Dann gibt es diese Zusatzkriterien wie Verbreiterung und was weiß ich alles. Nein, Fußball ist deshalb die erfolgreichste Sportart weltweit, weil es ganz einfache Regeln gibt, für jeden klar verständlich und daher jeder kann, wenn er will, auf irgendein Feld geht und Fußball spielen. Aber wenn es zur Handregelung kommt mit dem Strafstoß, dann steigen Gesundheit. Genau. Also, man fängt zum Sorferln auf, gut Deutsch gesagt. Bitte nicht hier. Ja. Inwieweit ist dann der Videobeweis auch in Frage zu stellen? Denn der verkompliziert ja auch mehr, als er weiterhilft. Zumindest denken das viele. Das Sinnvollste ist einzig und allein die Torlinientechnik, die darüber entscheidet, ob der Ball hinter der Linie war vollständig. Aus, Maus. Maus? Der gleiche Meinung, Oliver? Oder einer ähnlichen. Ich bin selten so amüsiert und den Ausführungen vom Herrn Tata zu folgen, ist grandios. Ich habe vieles gar nicht mitgekriegt und schließe mich der Meinung vollends an. Das ist schön. Quaran? Ja, ich kann es nicht so ausführlich erklären, aber ich bin genau Niemand kann das. Herrlich.